Hallo Oliver. Hallo Wolfgang. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, uns heute einige Fragen zu deiner Rolle als Vegeta in Dragon Ball Z zu beantworten, die die Fans am brennendsten interessieren. Wir haben diese Fragen via Internet ermittelt und sind nun gespannt, was Oliver Siebeck, die deutsche Stimme von Vegeta, dazu zu sagen hat. Hast du Dragon Ball Z schon gekannt, bevor du als Sprecher für diese Serie gearbeitet hast? Dragon Ball Z lief schon als Serie, bevor ich anfing zu sprechen, Vegeta zu sprechen. Und deswegen wusste ich von Kollegen natürlich, dass Dragon Ball läuft und ich wusste auch ungefähr, worum es geht. Was muss man beachten, wenn man eine Figur spricht? Wenn die Figur über mehrere Episoden geht, also in einer Serie stattfindet, muss man die Situation beachten. Das heißt, wer sind seine Freunde, wer sind seine Feinde, in welchen Zusammenhängen steht die Figur, sodass man die Situationen entsprechend spricht oder spielt. War Dragon Ball Z für dich eine große Herausforderung oder hat dich die Serie nur mittelmäßig gefordert? Die Serie war körperlich sehr anstrengend, da viel geschrien wird, über unendlich lange Zeiträume, wie uns oft vorkam, geschrien wird, viel gekämpft wird. Und die Texte, die gesagt werden, auch häufig gebrüllt werden. Ja. Dragon Ball Z hat ja sehr viele Folgen. Vergeht einem da nicht die Lust, immer das Gleiche zu synchronisieren? Nein. Wir arbeiten ja nicht nur an Dragon Ball Z, sondern gleichzeitig auch an mehreren anderen Synchronprojekten. Und da ist im Gegenteil, ist sogar eine gewisse Freude da, abends wieder Dragon Ball Z zu sprechen. Man lernt sich mit den Leuten natürlich sehr ganz anders kennen, als wenn man nur kurz mit ihnen zusammenarbeitet. Und es entsteht eine besondere Atmosphäre. Ich würde gern wissen, wie den Sprechern das Synchronsprechen gefallen hat, ob sie viel Spaß hatten und wie sich das alles auf ihr jetziges Leben ausgewirkt hat. Wir hatten viel Spaß. Meistens hatten wir sehr viel Spaß. Es gibt natürlich immer Situationen, die schwer zu sprechen sind oder sehr anstrengend zu sprechen sind, wie gerade schon gesagt, und dann lässt der Spaß deutlich nach. Manchmal ging es über Stunden, die Synchronisiererei, dann lässt der Spaß auch nach, weil man einfach sehr müde wird. Aber insgesamt hatten wir, glaube ich, großen Spaß miteinander. Auf mein jetziges Leben hat sich Dragon Ball nicht weiter ausgewirkt, muss ich gestehen. Haben sich die Synchronsprecher vorher die Mangas durchgelesen, um den Inhalt und den weiteren Verlauf bzw. Entwicklung der Charaktere zu verstehen? In den seltensten Fällen. Ganz zu Anfang habe ich einen Manga angesehen, nicht durchgelesen, sondern angesehen. Aber da sie sich doch sehr deutlich von der Serie unterschieden haben, in den Zusammensetzungen, habe ich darauf verzichtet. Können sich die Sprecher mit ihren Figuren, die sie sprechen, identifizieren? Grundsätzlich identifiziert man sich mit manchen Figuren, die man spricht. Vor allen Dingen, wenn sie über mehrere Wochen oder sogar Monate laufen. Aber Vegeta ist eine gezeichnete Figur. Und da gibt es natürlich Anklänge an normale Figuren, an Menschen. Aber sie wird nie ein Mensch werden. Man wird sie auch nie wie ein Mensch sprechen. Ich hatte Spaß dabei, immer wieder. Aber ich selber bin nicht gezeichnet. Mich würde mal interessieren, ob du schon mal auf der Straße angesprochen worden bist, so ungefähr, ey, du hörst dich genauso an wie der Vegeta. Und ob es da schon mal peinliche Situationen gab? Nein. Vergibst du Autogrammkarten? Auch nicht. Wie wurdest du Synchronsprecher? Ich habe als Schauspieler gearbeitet, am Theater gearbeitet, Funk gemacht und irgendwann die Möglichkeit entdeckt, synchron zu sprechen. Das gehört zum Berufsbild des Schauspielers, zumindest für manche Schauspieler, manche lehnen es ab. Und irgendwann auch entdeckt, wie viel Spaß das macht, synchron zu sprechen. Dass es immer eine große Herausforderung bedeutet, oftmals Tag für Tag eine neue Situation zu sprechen, eine neue Rolle zu sprechen. Ja, und so wurde ich Synchronsprecher. Bei welchen Projekten hast du bisher mitgearbeitet? Bei vielen. Bei vielen. Bei manchen Serien. In der letzten Zeit bei Days of Our Life. Bei Buffy. Um Gottes Willen, bei relativ vielen Sachen. Also es ist schwer zu
Schwer jetzt so auseinanderzuhalten. Es sind ja doch viele Sachen, die man spricht. Wie bist du zu der Rolle gekommen? Ich wurde eingewechselt. Der Sprecher von Vegeta wurde irgendwann ausgetauscht und es gab ein Probesprechen, an dem ich teilgenommen habe. Und da habe ich offensichtlich der Redaktion und den Leuten, die Dragon Ball Z gemacht haben, so gut gefallen oder meine Stimme hat ihnen so gut gefallen, dass ich dann ab da, ich glaube ab Folge 40 oder 45, Vegeta gesprochen habe. Wie gefällt dir persönlich die Vegeta-Rolle, der Charakter an sich? Wie ist es für dich, so einen sympathischen Unsympath zu sprechen? Reizvoll. Als Zeichentrickfigur auf jeden Fall reizvoll. Denn sie ist nicht eindimensional, sie ist immer auch in ihren bösen Momenten, hatte sie etwas, was sie nicht ganz unsympathisch gemacht hat. Und auch in ihren netten Momenten hatte sie etwas, was sie nicht ganz zum Familienvater machte oder zum netten Freund von nebenan. Sondern er steht ja immer ein bisschen außerhalb Vegeta und versucht sich in irgendeine Szene hinein zu buxieren, was ihm mehr oder weniger häufig gelingt. Er tritt in viele Fettnäpfchen, er begeht viele Fehler und ich glaube, das war mir besonders sympathisch, er erreicht seine Ziele nicht. Welche Facetten der Figur haben dir mehr Spaß gemacht? Der absolute Bösewicht oder später dann der Familienvater mit Ansätzen zu Gefühlen? Der Bösewicht ist natürlich reizvoller, macht mir Spaß, so einen zu sprechen. Der ist weiter entfernt, ich bin im privaten Leben kein Bösewicht. In anderen Synchronprojekten gibt es nie so einen Bösewicht, der Leute erschlagen kann in Massen. Und das macht natürlich schon Spaß, sowas zu machen, gelegentlich. Aber der Familienvater, der sich da seiner Verantwortung entzieht und der auch nicht so positiv gezeichnet ist, der macht auch Spaß. Ja, ich glaube, es ist schwer zu entscheiden, welcher mir lieber war, welcher mir mehr lag. Danke, Oliver. Bitte.